Ich bin Heike Scharfenberg, ich bin Musiklehrerin hier am Händel-Gymnasium und in dieser Funktion seit einigen Jahren Leiterin des Jugendorchesters am Händel-Gymnasium. Bei mir spielen Sie in sinfonischer Besetzung von der 6. bis zur 8. Klasse. Am Anfang hat man nicht irgendwie eine Aufnahmeprüfung, um in das Orchester zu kommen, das JO, sondern es stimmt sich so ab, wie gut die Leute spielen und wie gut die. Und so hat man keinen Druck. Und erst, wenn man in das große Orchester kommt, muss man sich sozusagen beweisen, dass man gut genug ist. Aber das ist eigentlich auch meistens so, weil man hier gut trainiert wird, sag ich mal. Streicherbuchstabe A. Und jetzt will ich ein riesengroßes Crescendo in anderthalb Takten und in einem halben Takt wieder das D-Crescendo. Los! Streicher, A, wenig Bogen, aber Tempo. Bei der Aufnahmeprüfung werden natürlich die instrumentalen Kenntnisse und Fähigkeiten geprüft. Und nach diesen Prüfungsergebnissen und den Wünschen der Kinder wählen wir dann 20 Kinder pro Jahrgang aus, die ins Orchester gehen können, wenn sie es wollen. Macht für 3 Jahrgänge 60 bis 65 Personen. Das Besondere an einem Spiel im Orchester ist, dass wenn du allein spielst, dann klingt das, dann hast du eine Stimme. Und wenn man zusammen in einem riesigen Orchester spielt, dann hast du ganz viele einwirkende, unterschiedliche Stimmen. Und das klingt ja nochmal ganz, ganz anders und neu. Und das ist auch was Schönes fürs Ohr und das macht einfach Spaß und klingt schön. Das Schöne an der Orchesterarbeit ist, dass ich die Kinder in der 5. Klasse bereits kennenlerne. Ich arbeite im kleinen Orchester mit, im Streicherbereich. Und man kann wunderbar beobachten, wie sich die Kinder in dieser Zeit entwickeln, wie sie es lernen, gemeinsam zu musizieren, aufeinander einzugehen. Es lernen, die Sprache des Dirigenten oder der Dirigentin lesen zu lernen. Und umso schöner ist es denn, wenn ich Sie dann in der 9. Klasse ins Jugendsinfonieorchester zu Professor Dr. Knut Andreas übergeben kann und Sie dort dann Ihren Weg weitergehen und immer noch Freude an der Musik haben. Ich spiele Geige und ich habe mit 4 Jahren angefangen, Geige zu spielen und bin jetzt 13, das heißt, ich spiele 9 Jahre insgesamt. Im Orchester zu spielen macht mir Spaß, weil man halt auch Filmmusik spielen kann. Und da finde ich das dann immer, da kriege ich dann auch manchmal Gänsehaut, wenn es so schön ist, die Filmmusik. Ja, in einem normalen Orchesterjahr, das heißt, wenn uns nicht gerade Corona oder andere Katastrophen ereilen, konzertiert dieses Orchester mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr mit eigenständigen Konzerten beziehungsweise mit Konzerten in Zusammenarbeit mit anderen Klangkörpern des Hauses. Im Moment müssen wir darauf noch warten. Nichtsdestotrotz proben die Kinder sehr gerne und freuen sich, dass sie wenigstens musizieren dürfen. Das ist in dieser Zeit besonders viel wert. Zu jedem, der auf diese Schule kommt, würde ich raten, komm ins Orchester. Macht Spaß zu spielen und im Chor aber auch.
ohne Musik wäre für mich das Leben ein bisschen anders und es ist einfach schön dann zu musizieren.